Hallo und willkommen zu einem weiteren Terraria End of Journey 1.4 Guide Video von mir. Wir wollen hier im Master Modus im Ursprung eigentlich nach der Kaiserin des Lichts, also der Empress of Light, Ausschau halten. Allerdings hat die sich nicht gezeigt, deswegen habe ich mich hier spontan umentschieden, im Untergrund nach dem Gelatinenkristall zu suchen, denn mit dem kann man den Queen Slime beschwören. Erstmal ein paar Löcher gebuddelt und dann Kristalle gesucht und der hier unterscheidet sich eindeutig von den anderen. Rübergehen, abbauen. So sieht er aus, so heißt er. Dann wollte ich weitersuchen, aber ewiges Bohren interessiert mich doch nicht, weil ich will den Boss ja auch sehen. Und dann rufen wir den einfach mal direkt im Master-Modus. Wie ihr seht, unterscheidet sich die Queen Slime oder der Königin Slime nicht sehr vom Königsschleim. Sieht halt ein bisschen bunter aus. Ab 50% bekommt sie solche Flügel und ruft hier noch weitere Schleimklumpen, Verbündete herbei, die erstmal wie Flummis rumfliegen. Und das war's schon. Eigentlich kein nennenswerter Gegner, nicht mehr im Master-Modus. Einfach zerhauen. Ich meine, mit Zenit ist das alles auch kein Problem, aber schwer wird sie auch mit anderen Waffen nicht sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir wie immer ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert. Und dann sehen wir uns in den nächsten Guide-Videos. Macht's gut!